Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outlast. Ja, wir sind jetzt bei der vierten Folge und wir machen direkt weiter. Wir verlassen jetzt dieses eine Terminalgebäude und... Ja, das sind die Irren und die letzte Folge war ja der Todesschock des Jahrhunderts. Das war so Boah. abartig, ey. Das hat mich... Das war Wahnsinn. Wir müssen Nee, also wahrscheinlich... auch krank. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Boah, der gute alte Menschenfresser, Das das war ja ist, das krass. war wirklich, das war schon echt hart, fand ich. Ich hatte danach sogar leicht Schwindelanfälle, Alter. Ernsthaft. Nee, ohne Witze. Oh, schon mal, ich habe eine Tastatur vorgespuckt, aber ich muss davon nicht etwa. Mach mal die Kamera aus, siehst du was? Oh, was ist das? Gott. Was ist da? Ich hab keine Ahnung. Hier scheint nichts zu sein. Oh toll, es geht hier das Telefon. Ja, meine Freunde, wir sehen uns gleich. Tschüss. So, kurzer Cut. Es geht weiter. Ja, kleine Unterbrechung durchs Telefon. Und jetzt geht's ja mal weiter. Wo ist das wieder rein? Ja, da kannst du dich schon mal verstecken. Aber Verstecke bedeuten meist nichts Gutes. Oh, guck mal, Ich. Benzin. Kannst du das Wo? nehmen? Ja? Nee, bestimmt nicht. Kannst du Nee, ja nee, bestimmt nee. nicht. Ich finde es richtig cool gemacht, dass die Kamera erst unscharf ist und dann scharf wird. Das finde ich richtig geil. Ja, ich würde die Nachtsicht jetzt ausmachen. Gott. Da springt bestimmt gleich einer rein. Was ist das hier? Erstmal draus Passiert gehen. hier oder liegt? Gott, das ist doch Blödsinn. Wir drücken einfach mal auf die Oh Gott! Gott, Junge. Oh mein Gott! Nein! Oh mein Was passiert hier? Oh Gott, Junge, Scheiße! Okay. Scheiße, ich muss kochen. Oh Gott, Alter, oh Gott. Hä? Ach geil, ich kann das. Oh. Ich werde gerade die Maus Boah, lassen. Alter, Ja, los! Der mit Los! der Faust Okay, auf den... jetzt wäre ich schon verbrannt. Oh Junge, renn einfach weg. Da hat er doch hergeschrien. Oh mein Gott, war das. Alter, habe ich mich erschreckt. Ja, ich habe mich auch gerade richtig arg erschreckt. Warte mal. Aber wen fühlt man Ich sich? Möchte mich aber umgucken. Ich möchte mich umgucken. Na, hier oben fühlt man sich immer sicher, ne? Hat er den eigentlich mit der Säge erwischt? Glaub nicht, ne? Ne, der hat uns nicht erwischt. Ich möchte mich aber sehr gern umgucken, weil. Ich schätze mal, das hier. Was ist das? Ist bestimmt eine Batterie oder sowas drin, ne? Ja, das. Batterie. War mein Plan, ob hier eventuell eine Batterie zu finden ist. Sieht auch nicht danach aus, ne? Leichenkästen sind das oder was ist das? Boah, das war gerade schon wieder. Das war schon wieder so ein Ich richtig. Dachte, da geht schon wieder der neue Doktor. Ach, guck mal, hier bin ich durchgebrannt. Boah, meine Fresse. Dass der Typ einfach nicht kommt, ne? Wäre der jetzt hinter uns her und wegrennen, das ja, wäre Alter. Aber das. Ja, extra, kannst du vergessen. Ja, Freunde, wir werden dann aber schon ein bisschen Zeit hier verbringen, ne? Eine Kirche. Was macht eigentlich im Irrenhaus eine Kirche? Naja. Ja, ich habe auch keine. Oh, Dokument, okay, die lese ich gleich. Ja, die lese ich jetzt. Tada! Dokumente. So. Das lese ich jetzt nicht. Pfarrer Clark, es liegt mir fern, einen Mann Gottes zu belügen. Also lassen Sie mich sagen, dass ich mein Bestes tun werde, um die Sicherheit Ihrer Arbeitsumstände zu verbessern. Ich und der Rest der Angestellten wissen all die Dinge, die sie für uns tun, wirklich zu schätzen. Und sollten sie sich von jemandem bestimmten bedroht fühlen, lassen sie uns bitte wissen. Wir können dann entweder die chemische Fixierung verstärken, eine Lobotomie durchführen oder eine ähnliche beruhigende Prozedur. Hört sich auf jeden Fall entspannt an, würde ich auch mal ausprobieren an eurer Stelle. Bitte unterschätzen Sie den Wert ihrer Messen für unsere Patienten nicht. Unsere Patienten benötigen. Gottesdienste messen, ne? Hm? Achso, ne, ja, jetzt habe ich verstanden. Also, unsere Patienten benötigen die Kraft und den Halt von Gott und Familie. Vor allem, wenn man die Tiefe in die notwendigerweise chaotische Natur der Hypnotherapie betrachtet. Nicht alle unserer armen Schäfchen. Achso, danke. Nicht alle unsere armen Schäfchen haben eine Familie, an die sie sich selbst wenden können, und somit fällt diese Last und diese Berufung auf sie.
Wir alle bauen auf ihren Glauben und ihre harte Arbeit. Diktiert aber nicht gelesen. Ne? Weißt du. Oh, tut mir leid, also so armes Schäfchen, die Patienten. Ich glaube, wir sind hier das arme Schäfchen. Ja, das. Ich meine, die Patienten, die fühlen sich ja noch ein bisschen wohl, ne? Ja, wenn sie andere Leute aufrufen können, ist immer gut Worte schatten. Naja, das geht ja noch. Warte, Schade. Gangnam Style. Sieht ernsthaft so aus, ne? Ah. Naja. War hier denn? Weiß ich nicht. Ja, da war ich schon. Ich war mit den Leichen sehen. Jetzt der Penner kommt gleich. Also ich glaube, wir haben einen neuen Freund gefunden, ne? Ey, Alter. Wo muss ich ihn jetzt hin? Der Hackfleisch-Hacknitzer Hacker. Oh ja, von SpongeBob. Ich glaube, so heißt der jetzt bei uns hier. Der Hackfleisch-Hacknitzer Hacker, oder was? Ja. Du Junge, du sollst die Leiter hochgehen, du Depp. Da gibt es ja auch Spiele, wo du dann das ganze Stück wieder hoch runterklettern musst, bevor es versteht. Zum Glück ist das nicht so ein Kannst Spiel. Kannst du irgendwo hoch. Oh, Kacke. Egal, ich safte die Batterie so richtig leer. Hä, jetzt mal ernsthaft, wo muss ich hin? Ach so. Oh, saftet das ja nicht. Ich weiß nicht, auch so Zwischengang fühle ich mich meist relativ sicher. Ich nicht. Ich fühle mich hier nirgendwo sicher. Wie auch ein Fehler. Das ist wahrscheinlich ein Kirchturm hier, oder? Sieht so aus. Ja, ja, es scheint so. Da wir in der Kirche sind, tippe ich mal, das ist mal. Oh Mann, nee, da lebt nicht. Der wäre da gerade. Ja, okay, hier, das finde ich auch nicht mehr so schön. Pass auf, jetzt gleich kommt irgendwas aus der Mauer raus. Lol. Doch, es ist der Wallrider. Das glaube ich auch, dass es der Wallrider ist. Doch, das ist. Weil immer. Ich sag ja immer dann. Aber in diesen Schächten, da ist man doch ehrlich immer sicher, oder? Ja, ja, in also diesen Schächten. Also, die lassen sich bestimmt auch noch was einfach, dass das Teil einbricht oder so. Nee, hier geht's nicht weiter. Kletter mal weiter hoch. Geht oh. nicht, ich kann nicht weiter hochklettern. Kannst du rechts rum? Nee, also ich meine, wenn du einmal. Nee, bestimmt nicht. Sonst hätten die den Schacht dann nicht im Moment. Warum musst du. Naja, abrunden. Boah, was? Das wird ja. Oh ne. Batterie. Kannst du die Tür öffnen? Kannst du die Tür öffnen? Ne, hab ich schon probiert. Achso. Wieder Schränke. Oh Mann. Boah, hast du gehört? Das ist der Typ schon ganz falsch. Ist doch die Säge, oder? Ja. Neues Lieblingsgeräusch, ne? Oh Mann, ich will da nicht landen. Wird gleich vielleicht mal eine neue Batterie nehmen, weil wenn sie zwischendurch leer wird, das wäre schon scheiße. Ach, hier kommen wir her, ne? Ja, ja. Oder? Ja. Ja, das sind wir runtergesprungen. Was ist das für ein Geräusch? Wenn die Nachtsicht angeht, das kommt zu merken. Wenn du jetzt links gehst, gehen wir sowieso die ganze Zeit im Kreis. Ich glaube mal, geh einfach lang. Ah, Batterie. Ah, ja, haben wir ja gesehen. Jetzt würde ich eine neue Dinge anlegen. Ja, jetzt musst du sogar. Ich gehe erstmal in den Schrank. Neue Batterie. Und noch ist ja nicht viel passiert, abgesehen davon, dass der Irre dich angegriffen hat. Hilfe. Ach, nicht aus, oder? Ah, okay, hier nicht. Naja, auf jeden Fall weiß ich, dass der Gang sicher ist. Ah, jetzt macht sich das aus. Vorerst zumindest, wenn der Irre hinter dir herläuft, dann denkst du es auch nicht mehr. Oh Mann, ich hasse diese Szenen, wo nichts passiert. Das ist immer das Schlimmste, finde ich. Darauf zu warten, dass was passiert, ist schlimmer, als wenn es passiert. Scheiße, ich kann mich hier nicht verstehen. Ah, dahinter vielleicht. Aber von dem Typen kann man sie auch nicht richtig verstecken. Das Bett da, das hier. Hat so gerade ja funktioniert. Oh Mann. Kannst du nicht öffnen, oder? Ja, hast du das gehört?
weiß nicht genau, wo er ist. Ja, die sind wahrscheinlich fast draußen. Die sind auf der Flucht, ja. Wir können den garantiert nicht folgen. Garantiert nicht. Ja, hier sind so viele Räume, wo man rein kann und nichts ist. Der Typ, der kommt. Alter Mann. I can smell you. Oh Gott, ey. Ich hab so keinen Bock auf den Lappen. Ja, lass hier doch irgendwo Schwanz sein. Komm, 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 Digga. Ja, das war gut. Ja, ich wusste, wo ich herrennen musste zum Glück, Alter. Kamera aus. Ich hab den verbracht. Scheiße, wenn man im Schrank ist, weil man nicht mal wieder raus soll. Aber ja, klar, dass der jetzt kommt, also zum Glück haben wir uns nicht so erschrocken. Ja, also er wird jetzt nicht direkt davor stehen, tipp ich mal, oder? Du kannst ja mal rausgehen. Ich höre aber auch keine Fußstapfen. Er kommt meistens nicht hier durch. Jetzt wird er bestimmt hier patrouillieren. Oh, war die eben offen? Ja. Ach ja, ja klar. Wo ist der jetzt? Rechts oder links? Gucken wir zur anderen Seite nicht, dass dasselbe passiert wie beim letzten Mal. Also nach rechts. Nee, nee, der kann nicht von da kommen. Hm. Oh, zu lang soll es ja nicht bleiben, die Batterie geht schon wieder leer. Ja, hast recht. Komm rechts rein. Durch. Ja, nachdem ich nachgeladen habe. Ja. Schon wieder eine Batterie weg. Scheiße, ey. Ne, hier weiß ich das nicht. Jetzt einfach durch. Egal, wenn er da ist, renn einfach geradeaus, sonst komm nicht vorwärts. Da, das. Nee, kann man da nicht her, auf dem Bereich? Ja, doch. Ja, ja. Oh geil, hier ist Schrank. Okay. Batterien. Ich gehe mich erstmal zu verstecken. Ja, nee. Erstmal in den Schrank. Schrank ist, glaube ich, so ziemlich das, ja, das halbwegs sicherste, was es da gibt. Ah, ich weiß nicht. Die Schächte, die sind das sicherste, genau. Glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Bei Betten wird richtig rauf reingeguckt. Also ja, in Betten wird echt richtig rauf reingeguckt. Das ist recht. Auch wenn man da den Vorteil hat, dass man sehr viel draus sieht. Verhältnis zum Schaffen. Junge, es scheint einfach die Sonne und wir hocken in diesem... Ja, ich würde mal Nachtsicht ausmachen. Oh Gott, Junge! Oh Gott, Alter! Dieses kleine Arschloch! Ich weiß doch nicht genau, wo ich hin muss, Mann. Ich glaube nicht, dass der hier durchkommt. Genau. Scheiße. Wir wissen, dass er da jetzt irgendwo im Bereich ist. Das ist fast dieselbe Musik wie beim Fett, ne? Ja. Nee. Hör mal, geh mal links rein. Ich meine, irgendwas gesehen zu haben. Und da war so... Oh! Oh, Mann! Das ist eine behinderte Scheiße. Oh, oh Gott! Oh Gott, Alter, versteck dich im Schrank! Der guckt doch garantiert nach! Kannst du dir doch nicht erzählen, dass der jetzt hier drin nicht... Oh. Ja. Oh, bitte, guck nicht in den Schrank, ey, guck mal wieder auf die Zeit. Ist er gerade vorbeigegangen? Der geht die ganze Zeit davor rum. Wir müssen da, weißt du was, ich mache jetzt YOLO-Move. Ja komm, musst du irgendwann raus. Ja, aber der ist noch richtig in der Nähe hier, das merke ich. Du hörst die Schritte. Ja, man hört ihn noch. Ich glaube, er hört. Dass der da nicht reingeguckt hat, ja, der war doch direkt hinter uns. Ja, Tür auf, würde ich sagen. Nein! Oh, schade. Scheiße. Oh,
das war jetzt nicht so gut. Kacke, jetzt haben wir nur noch eine Batterie, Alter. Ohne Batterien ist noch schlimmer. Wir müssen wirklich langsam mal fort. Na komm, geradeaus. Geradeaus, dass wir nicht mehr viele Batterien. Da wo wir waren, war ja richtig, nur dann kam der Irre ja auf einmal. Und dann versucht man. What? Von wo? Keine Ahnung. Guck mal. Hey, Alter, wo war der denn? Hab ich auch nicht gesehen. Und man hört ihn. Ja? Ja, man hört ihn richtig. Hm. Hä? Ja, die Folge ist ein bisschen langweilig. Soll ich mal gleich YOLO-mäßig an ihm vorbeirennen? Renn einfach los, ja. Du kannst jetzt ja irgendwie. Drei Hit. Yo! 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 Zwei oder drei Hits kann man ja passieren. Jetzt rechts rein. Geradeaus. Nee. Scheißegal. Mal links rein. Egal. Wow! Oh, scheiße, Mann. Ja. Oh, egal, wir hatten sowieso keine Batterien mehr, also. Ich dachte nur einfach mal straight up direkt durchrennen, nicht vorweg, sondern direkt dran vorbei, weil zwei Schläge kassiert man ja gleich von dem auch. Was? Wieso denn hier drin? Bast, ey! Ah, ich bin richtig. Ich bin richtig, oder? Ja, du bist wesentlich weiter als gut. Mach. Nachsicht. Okay, ja. Einfach sprinten. Nee, gut, stimmt. Ist ja nicht so fett wie. Nee, Dicke. Ich hab's überlebt. Okay, Freunde. Hat er gespeichert hier? Nee, weißt du, was wir machen? Ich will noch bis zum Speicherpunkt machen, deswegen. Ich weiß nicht, ob der gespeichert hat. War schon wieder sowas hier. Ach, schön, dass der Wallrider auch immer wieder da kommen kann, ne? Ja. Nee, da will ich gar nicht rein. Kannst du wahrscheinlich auch machen. Hier kann ich nicht rein. Alter. Das war gerade schon wieder so ein Moment, ey. Ich habe überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass ich das vorne. Null. Alter, ja, stimmt, das erinnert mich. Oh. Wie geht das denn? Vielleicht der Schalter daneben? Der Schalter daneben? Damit wir den Zugang bekommen, nicht damit der Typ überlebt. Oh Mann, ey. Komm vorher. Ah. Oh, Alter. What? Ja, wir haben wieder drei Batterien, ne? du behinderter Penner, Alter. Du behinderter Penner. Hat der schon so gespeichert ein jetzt? Arschloch. Ja, Lappen, Alter. Das Spiel, ne, das macht mich fertig, ey. Oh Mann. Ja, aber warum speichert der hier denn nicht? Hat der nicht gespeichert? Nein, ich glaube nicht. Achte mal darauf, bitte. Der Typ, der hat sie nicht mehr alle. Haben wir irgendwo eine Ahnung, wo das Gasteil sein kann? Ja, kannst du dich in den Raum rein? Oh Gott, ey, der muss doch gespeichert haben, oder ja? Ich glaube auch. Ja, jetzt hat er gespeichert. Okay, passt. Okay, Freunde. Ja, der Irre mit der Kette. Verpiss dich doch! Junge, du Dreckiger! Ich renne jetzt einfach, ey. Junge, du sollst dich unter dem. Hallo! Was ist mit dem Fall? Laggy, boom! Yo, du behinderter Penner, Keine gute. Oh, doch, gute Idee! Komm! Ja, okay. Oh, ja, so, ich würde sagen, okay, jetzt. Okay, Freunde. Das war doch schon mal eine extremst arschgeile Folge und ja. Abo dalassen, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Jo, tschau.